Moin ihr Halunken, mein Name ist Entenburg und heute gibt es einen wohlgemerkt gesponserten ersten Eindruck zum Action-RPG Torchlight 2. Der Link zum Spiel ist wie immer in der Beschreibung. Danke an Perfect World für die Unterstützung meiner Arbeit. Vor vielen, vielen Jahren bereits habe ich den ersten Teil der Hack-and-Slay-Reihe privat mit einem Kumpel im Local Co-op gezockt. 2012 kam dann der Nachfolger und 7 Jahre später erscheint das Ding, wie zurzeit ja viele Klassiker, noch einmal neu für die Switch. Der Grund für dieses Video ist also eben jener Konsolen-Release, der mir die Möglichkeit gibt, mir das Kleinod mal vorzunehmen. Dabei habe ich für dieses Video 2 Versionen gespielt, also sowohl PC als auch Switch. Da ich aber nur auf dem PC Videomaterial dazu sammeln kann, wird hier überwiegend die PC-Version zu sehen sein. Ich werde allerdings auch explizit etwas zur Steuerung, dem User-Interface und einigen anderen Punkten auf der Switch erläutern und entsprechend bebildern. Genug aber der Vorrede, ich starte ins Spiel und suche mir zunächst aus 4 verschiedenen Optionen meinen Protagonisten aus. Zur Wahl stehen der Glutsteinmagier, der geringfügig wahnsinnig dreinblickende Berserker, sowie der Ingenieur samt schlagtüchtigem Werkzeug und schließlich der Vagant als Revolverheld unter den Klassen. Beide Geschlechter sind wählbar und es können einige optische Individualisierungen vorgenommen werden, die aber wahrlich nicht ausufernd ausfallen. Da ich Ingenieure als Klassenfantasie schon immer cool fand, bekommen Mr. Schraubenzange den Zuschlag und ich darf mir im Anschluss einen Begleiter aussuchen. Hier stehen insgesamt 14 verschiedene Tierchen zur Verfügung. Vom Alpaka über Half-Life-Anspielungen bis hin zum Panda mit Isomatte auf dem Rücken begrüßt mich eine breite Palette an potenziellen Mitstreitern. Leider werden mir keine weiterführenden Infos dazu gegeben, was es mit den Begleitern auf sich hat und wie sich herausstellen wird, ist das eine Menge. Allerdings geht es hier ohnehin nur um die favorisierte Optik. Ich wähle das keck aussehende Frettchen und darf anschließend den Schwierigkeitsgrad bestimmen. Hier werden mir die Stufen Leicht, Normal, Veteran und Elite angeboten. Zudem kann ich mein Abenteuer auch in Torchlight 2 im berühmt-berüchtigten Hardcore-Modus bestreiten, der zur Konsequenz hat, ist der Charakter einmal tot, ist er immer tot. Ich gehe nun solo auf die Reise, das Spiel kann allerdings auch mit Freunden im Local-Koop sowie online gespielt werden, und bekomme die erwartete cinematische Einführung geboten, die sich am besten wie folgt zusammenfassen lässt. Es wird also mehr als deutlich, dass die Welt mal wieder einen Helden und Retter braucht und pünktlich zu dieser Erkenntnis spawne ich ins Spiel. Dort gelandet erwartet mich eine in Comic-Grafik gestaltete Welt und ein klassisch aufgebautes Interface. Meine Lebens- und Mana-Punkte werden mir in entsprechend farbigen Kugeln angezeigt, dazwischen liegen Slots für meine Fähigkeiten und Items. Außerdem habe ich als NG einen speziellen Balken, der passiv aufgeladen wird und meine Fähigkeiten verstärkt. Bei mistigem Regenwetter latsche ich also auf das erste gelbe Ausrufezeichen zu und werde von dort aus in die Beginnerstadt geschickt. Zunächst aber gilt es, den Weg dahin zurückzulegen und auf dem warten natürlich zahlreiche Scharlatane, die nach Einsatz meiner beiden Fähigkeiten doch recht effektvoll aus dem Leben scheiden. Im weiteren Verlauf meiner ersten Erkundungstour entdecke ich einige altbekannte Phänomene. Von lootbaren Truhen und Leichen, identifizierbaren Gegenständen bis hin zu den klassischen Elite-Mobs in anderer Farbe orientiert sich Torchlight 2 an den Genregrößen, also allen voran an Diablo. Das gilt übrigens auch für den sehr gelungenen Soundtrack mit deutlichen Diablo 2-Vibes und hängt wesentlich damit zusammen, dass an Torchlight 2 ehemalige Diablo-Entwickler geschraubt haben. Allerdings sind auch signifikante Unterschiede zu identifizieren, allen voran das Begleitersystem. Mein Frettchen ist nämlich nicht nur mitreisendes Deko-Element und kann Items für mich tragen und zur Stadt bringen, sondern rauft kräftig mit und landet mitunter auch die schöneren Kills. Außerdem kann Dagobert mit Items ausgestattet werden und seine Form ändern, wenn ich ihm zuvor einen schmackhaften Fisch geangelt habe. Die Verwandlungen kommen in unterschiedlichen Formen daher und boosten meinen Begleiter mit individuellen Fähigkeiten gehörig, sodass mir hin und wieder ein Moment des Verschnaufens vergönnt ist. Nach einer Weile erhalte ich mein erstes Level up und damit 5 verteilbare Attributpunkte. Die kann ich auf die Werte Stärke, Geschick, Fokus und Vitalität packen. Dabei ist jeder dieser Werte relevant, denn der Angie lässt sich, wie ein Blick auf die 3 Skillbäume verrät, durchaus auf unterschiedliche Weise spielen. Die Blitzfähigkeiten sind rundum wuchtige, elementar geladene Zweihandangriffe Designs, der Konstruktionsbaum wiederum erlaubt mir Zugriff auf selbstgebaute Maschinen, die heilen und angreifen können und für einen Ingenieur natürlich Pflicht sind. Aegis schließlich ist die tankige Ausrichtung mit Schild und einigen Crowd-Control-Fähigkeiten. Von dieser Stadt aus beginnt also mein Abenteuer, in dessen Verlauf ich viele unterschiedliche Areale, Monster und Instanzen zu Gesicht bekomme. Fangen wir mal mit der Overworld an und mit den obligatorischen Monster-Camps. Die sind nämlich schon von Beginn an keineswegs lieblos in die Welt gesetzt worden, sondern offenbaren sich häufig erst im Rahmen einer zuschnappenden Falle oder einer Art Überfall. Darüber hinaus sind viele eventbasierte Elemente vertreten, wie zum Beispiel diese gegnerspawnende Säule, die, wie ich mir eigentlich hätte denken können, damit endet, dass der Harakiri-Skelettkrieger zum Leben erwacht und nicht so gut drauf ist. Außerdem stromern mitunter Phasenkreaturen umher, die bei ihrem Ableben ein Portal in einen instanzierten Abschnitt freigeben.
In diesem gilt es, mal ein kleines Rätsel zu lösen, dann aber auch schlicht nur mich durchzukloppen, um am Ende die monetären Zuwendungen einstreichen zu dürfen. An dieser Stelle ein paar Bemerkungen zum Switchport. Torchlight 2 kommt hier mit einem angepassten User-Interface daher, das meine Skills und Balken kompakt in runder Form präsentiert und auch im Menü ist vieles über die bewährte Ring- bzw. Kreisform gelöst worden. Die Bewegung mit Control-Stick statt Mausklick ist geschmeidig und sogar flüssiger, dafür naturgemäß etwas weniger präzise. Auch im von mir präferierten Handheld-Modus ist das Spiel ausreichend übersichtlich und dank des zeitlosen, aber eben auch etwas in die Jahre gekommenen Grafikstils in Sachen Performance ohnehin unproblematisch. Natürlich hat Torchlight 2 auch eine Story, die ist vollgepackt mit den obligatorischen Fantasy-Bausteinen, zumindest in den von mir gezockten ersten Akten bleibt aber nichts davon wirklich nachhaltig hängen. Wesentlich spannender ist da das Monster-Design und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen verfügen die Kreaturen über ein vielfältiges Arsenal an Angriffsmustern und Fähigkeiten. So ballert zum Beispiel dieser Frostbinder, ein Standardgegner, in kürzester Zeit drei verschiedene AOE-Skills raus, die mein Dahinscheiden bewirken sollen. Hinzu kommt, dass viele Monster Rüstungen und Waffen tragen, die ich wiederum zerstören kann und von denen abhängt, wie die Halodris sich verhalten. Die Schweinebacke hier hat, solange sie über einen Schild verfügt, einen eher defensiven, pokigen Angriffsstil. Nachdem ich seinen Schild zerstört habe, geht Monsieur Warzenhaut allerdings mit großflächigen Angriffen merklich in die Offensive und ändert somit auch die Art und Weise, wie ich auf ihn reagieren muss. Zum Glück ist das häufig erforderliche Kiten der Gegner durch die visuell klaren und flüssigen Animationen mit etwas Übung und Erfahrung durchaus möglich. Wenn ich in Torchlight 2 das Zeitliche segne, weil ich wie in dieser Szene bedenkenlos in eine offensichtliche Falle tappe, habe ich drei Möglichkeiten für meine Rückkehr. Erstens, für teures Geld an Ort und Stelle respawnen. Zweitens, für wesentlich weniger Moneten zum Dungeon-Eingang zurückkehren oder drittens, mich gratis in der Stadt wiederbeleben lassen. Mit der Zeit finde ich zudem Zauberschriftrollen, die mir erlauben, zusätzliche Fähigkeiten einzusetzen. Außerdem entdecke ich auch im Inventar meines Begleiters einen Reiter für Zaubersprüche und halte verwundert inne. Noch etwas ungläubig bringe ich meinem Frettchen probehalber mal Feuerball und Skelettbeschwörung bei und wie das nachfolgende Scharmützel zeigt, verfüge ich nun in der Tat über einen feuerballwerfenden, Skelettkriegerbeschwörenden Tierkumpan. Es wäre allerdings schön gewesen, wenn ich die Ansagen zum Status meines Gefährten in den Audiooptionen explizit hätte ausstellen können, um nicht immer mal wieder folgende Soundkulisse geboten zu bekommen. Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Ein sehr begrüßenswertes Feature ist darüber hinaus der flüssige Wechsel zwischen zwei Waffensets. Mit einem Knopfdruck kann ich auch während des Kampfes, zum Beispiel zwischen Zweihandwaffe und Kanone wechseln und somit, wenn ich mag, zwei unterschiedliche Builds anlegen und je nach Situation hin und her wechseln. Abschließend sind noch einige Aspekte hinsichtlich der Dungeons und der darin befindlichen Bosse zu erwähnen. Eine überaus schöne Überraschung beim Spielen war die Erkenntnis, dass viele der Dungeons mit Blick auf ganz spezifische Leitmotive entworfen wurden. So steckt die Glutsteinrissmine voller explodierbarer Gefäße und auch die Monster innerhalb werfen großzügig mit Bomben um sich. Andere Dungeons kommen beispielsweise wiederum mit fiesen Bodenfallen sowie rumballernden und gegnerspawnenden Maschinen um die Ecke. Natürlich gibt es ebenso wie in der Oberwelt auch in den Verliesen und Höhlen allerlei Verstecke und Geheimnisse sowie entdeckbare Verzauberungseichhörnchen, die meine Waffe gegen einen kleinen Obolus verbessern können. Das Highlight aber sind natürlich die Bossgegner, die nicht nur aufgrund ihrer schieren Größe Respekt einflößen, sondern auch ihre Umgebung in eine todbringende Skillparty verwandeln, auf der ich der Stargast bin. Ein gutes Beispiel für den visuellen Wahnsinn, der mich im Rahmen der Bossbegegnungen mitunter erwartet, ist mein Kampf gegen den Großregenten Eldraine, der gleichzeitig der Endgegner des ersten Aktes ist. Wie unschwer zu erkennen ist, gibt es hier jetzt nicht mehr so spendabel viele Zentimeter Bildschirmfläche, die nicht bei längerem Verweilen mein Ableben zur Folge hätten. Die Kämpfe gegen diese Urgewalten können sich schon mal eine Weile hinziehen, fühlen sich dann aber bei Erfolg auch, wie es sich gehört, nach einem epischen Sieg an. Abschließend sei noch erwähnt, dass Torchlight 2 Wiederspielwert durch ein New Game Plus System mitbringt und zudem auf schöne Weise mit dem Terrain arbeitet. Jederzeit können Gegner von Ebenen über mir heruntergejumpt kommen, umgekehrt kann ich allerdings auch Gegner auf demütigende Weise eine Etage tiefer schicken.